Willkommen zurück bei Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z Demo. Der zweite Teil. Also, im ersten Teil haben wir die ersten zwei Missionen gemacht und haben ein paar Karten, ein paar Objekte bekommen und sind ein bisschen hochgelevelt. Und jetzt gehen wir weiter zur dritten Mission. Das höllische Training in den Bergen, in dem wir Piccolo hoffentlich besiegen. Zuerst mal auswählen, so. Und holy shit, wer ist denn da alles dabei? Kid Gohan, den kennen wir schon. Dann unser bester Freund Krillin. Drei Auge, Tenshinhan Han und natürlich unser menschlicher Kumpel Yamcha. So, ich denke, nee, da kann ich nichts machen mit den drei, da kann ich nichts anpassen. Können höchstens das die Charakter-Info angucken. Guter Freund von Sokoku, hat man ihm als Schüler bei Muten Roshi trainiert und ist einer der stärksten Kämpfer der Erde. Tapfer und mitfühlend. Energieerholungsschuss, Sonnenfaust, Disruptor Disc, aka Energiediskus. Ich hab da immer möglich, ich fand das so geil. Auf Level 4, Tenshinhan, Eingreiftyp. Dieser Meister der Kampfkunst hat beim Meister Shen gelernt. Das war der, ich sag mal, man kann nicht direkt Gegner sagen von Meister Muten Roshi. Oder eher so, Kollege passt auch nicht, das war auf jeden Fall der Herr der Herr der Kraniche. Das war Meister Shen und Muten Roshi der Herr der Schildkröten. Um Attentäter zu werden, aber beginnen wir mit zum Goku, wecken seinen Sinn für Gerechtigkeit. Dreifachstrahl, Sonnenfaust, Dreifach Geisterstrahl und Partnerraum 3. Und Yamcha, Unterstützung und Eingreiftyp. Ein Kämpfer, der die Erde mit seinem Goku beschützt. Hat mit Muten Roshi und Gott trainiert. Wow, der muss ja verdammt gut sein. Beim nächsten Treffen mit seinem Goku noch ein Schurke mit Frauenfable. Oh ja. Gott, da gibt es so geile Sachen, wo ich denken muss mit Yamcha. Ich denke, es mag ich erstmal im Kampf, denn da kann ich im Kampf relativ gut über was quatschen. Ist mir ziemlich schlecht, dass mir unter dem Kampf ein gutes Thema einfällt. Also, ich ziehe mal passend zu Piccolo Grün an. Da freut er sich. So, anpassen, da könnte ich jetzt theoretisch... Nee, das geht nicht. Das könnte ich jetzt theoretisch von Sagoku stehlen, aber ich denke, da ich später mit Son Goku nochmal kämpfen muss, lasse ich das gleich mal. Und hab ich da nicht irgendwas? Genau das, ich kriege so ein plus 15 und plus 10. Das ist insgesamt plus 25 Grad, das ist schon ziemlich praktisch. Und das wird schon passen. Also bestätigen. Wenn hier kann nichts anlegen, da geht nichts. Also gut. Dann schalten wir mal die dritte Mission. Solange du die Sensibone hast, kannst du dich von einem K.O. erholen. Setz dich aber nicht hin, denn ich werde eh nicht drauf gehen. Beim höllischen Training. Beim Teufel in Person. Drei Piccolos. Oh Gott, wie soll denn das machen? Okay, ganz gut, das schaffe ich schon irgendwie. Ey. Ah, das ist so übelst fies. Da ist übrigens, wenn man sich da kennt, gescript, das heißt, da kann ich nichts machen. Können wir theoretisch einfach nur zu Tode bashen lassen. Da kann ich machen, was ich will. Leider. Also, Piccolo hat er nicht direkt übertrieben, weil das harte Training hat es Gohan auch gebraucht. So, eine gute Verstärkung bekommen. Und wer sich fragt, wieso zum Beispiel mit Piccolo kämpfe, das wird auch gar nicht in der Demo erklärt, das ist wirklich ein bisschen leicht blöd. Ich denke, wenn man die Serie nicht kennt, dann wird man vor so vielen What the fuck Momenten stehen. Aber das wäre einfach
Lass dich doch mal quatschen. Bams. Das war so eine Art Teamangriff, der es nicht erkannt hat. Das war einfach deshalb, weil im Kampf von Piccolo und Son Goku gegen Raditz. Gott, diese Verteidigung ist so nervig. Na egal. Ja, im Kampf von Piccolo und Son Goku gegen Raditz kam es leider so weit, dass ich. Dass Piccolo als einzigen Ausweg als Sieg fand, dass er seinen mächtigsten Angriff einsetzt, die Höllenspirale. Und damit er auf jeden Fall trifft, muss den Son Goku festhalten. Und da wird dann Piccolo Raditz und Son Goku getötet. Und da dann gesagt wurde, dass dann Nappa und Raditz kommen, naja, Nappa und Vegeta, ich komme so durcheinander, muss ein anderer Krieger an die Seite von Son Goku treten, bis Son Goku wieder zurückkommt aus dem Himmel. Und dafür musste dann halt Piccolo sich dann um Son Goku gekümmert, damit er seinen Vater rächen kann. Und ja, deshalb trainieren wir. So, es war der erste. Das war jetzt auch schon fast down. Hoch, Jamchu ist tot. Okay, du musst dir kurz helfen. Das ja. So, den kann man einfach, wenn man sich in der Nähe hinstellt, kann man den aufheilen. Wenn ich. Dann komm ich. Nee, ich muss das weg, Lock und weg machen. Moment. Okay, es respawnt, super. Okay, der ist down. Komm ich mal um den letzten Piccolöchen. Kann ich nicht irgendwas machen? Ach, Kamehameha, muss ich mal gucken, ob das schon drauf hat. Hier, da fehlt es beendet an Genki. An den namensgebenden Genki Dama. Okay. Bring it on, bitch. So, jetzt kommen ein bisschen stärkere Angriffe. Nein, nein. Immer wenn ich nicht verteidige, kommen die Angriffe. Das ist immer so. Als ob die das wüssten. So, nächste Synchronisation. Also müsste bald für die nächste Jagd beginnen. Da müssen alle auf einem Fleck stehen. So, da ist er ja. Komm schon, schlage ich mal her. Bams! Eine Dreierkette, sehr schön. Das Genki reicht wahrscheinlich für eine Kamehameha, wenn er schon kann. Mal gucken. Spitze. So, Jak auch noch. Und das war's. Was für ein epischer Kampf. Und was für ein cooler Flugmove. Wo steht ihr denn? Ich will ein cooles Gruppenbild machen. Wo seid ihr denn? Ah, wie schön. Ich liebe die japanische Synchronisation. Wo seid ihr denn? Okay, da muss ich alleine pausen. Natürlich kommen wir in der Genki in Frage. Geht das nicht bei mir gerade? Also es wird mir doch erklärt, warum, was das ist. Das Ganze. Ach, da steht ja. Moment, ich stelle mir kurz zu euch.
Was seid ihr, okay? Also mit der Genki zu erklären ist ein bisschen leicht schwierig. Auf jeden Fall kann man das ja in den das in der Art Cloud speichern und man bekommt dann später auch nochmal so eine Genki Energie zurück. Denke ich mir mal. Also da man dann für einen bestimmten Pumpstein die Energie bekommt, mit der man dann eher zu stärkeren Attacken wechseln kann oder einsetzen kann. Zumindest kann ich mir das so erklären. Und dann wieder Rang S. S wie Spitze. 5 von 6 neu versuchen. So, wahrscheinlich, weil der im Zug gestorben ist, obwohl ich direkt in seiner Nähe war und den Knopf schon gedrückt habe. Weiß nicht, was tatlos war. Wahrscheinlich war der Gegner dazu noch zu sehr anvisiert. Piccolo ist besiegt. Jagd 6 mal eingesetzt, sehr schön. Passt schon. Und weiter geht's. Erst ein bisschen aufleveln auf 5 und fast auf 6. Und hier kommen weitere Karten. Mit einem Fragezeichen. Versteckt Spezialfähigkeit, versteckt KI-Erholung und versteckt KI-Explosionsangriff. Spitze. Hört sich ganz gut an. Und wir bekommen Piccolo. Und Kuririn, aka Krillin. Und wir haben den Code-Modus freigeschaltet. Und auch die Premium-Sammlung. Dazu auch demnächst mehr. Objekt zur Premium-Sammlung hinzugefügt. Und alles wird gespeichert. Wochensatz! Was ist da denn los mit Shenlong? Coop-Modus wurde freigeschaltet. Wir sind mit anderen übers Netzwerk in diesem Modus spielen. Schießt wir zusammen, um schwierige Missionen zu schaffen. Premium-Sammlung wurde freigeschaltet. In der Premium-Sammlung findest du selten und einzigartige Schätze. Und der Aussage ändert sich wöchentlich. Habe ich gerade gesehen, ich habe heute, also spiele am Montag, nimm es am Montag auf. Und letzte Woche war der Bild von Porunga mit anderen drei Karten. Also Porunga ist der Shenlong von Namek, der namekianische Namek, der mit namekianischen Dragon Balls rufen kann, die ein bisschen größer sind als unsere, über Premium-Punkte. In diesem Mission kannst du eine Premium-Sammlung, mit diesen Punkten kannst du eine Premium-Sammlung kaufen, einkaufen. Sammle Missionen mit Genki-Anfragen Punkte. Ach so ist das. So geht das, okay. Habe ich beim letzten Mal nicht so ganz überrissen. Okay, dann ist es so. Also erstmal gucken wir mal die Premium-Sammlung an. Wochensatz, Nahkampf plus 100. Das ist schon verdammt viel. Kostet 50.000 PP und ich habe 4.800. Also gar nicht mehr so extrem teuer, aber Nahkampf plus 100 ist schon verdammt viel. Oh, oh, das ist geil. Erfüllter Geist. Dein Genki steigt schneller an. Der schöne Genki-Anstieg. Ah, das ist ja cool. Gott, wie ist der Hund nochmal von Mr. Satan. Ich weiß, es war auf jeden Fall sein bester Freund, aber das war so übelst tragisch, wo er gestorben ist. Kann ich mal spoilern. Z-Schwert. Deutlich erhöhte Angriffskraft für Nahkampf ohne KI-Explosion. Erhöht Angriffskraft auf Maximum, Ausweichverbot, okay. Da kann man sich auch die Karten ein bisschen größer angucken, allerdings ist das nicht zu hochauflösend. Aber wie süß. Das ist schon cool. So, die kann man allerdings nicht in der Demo kaufen. Ja, ein bisschen leicht teuer. Zufallssammlung, wir bekommen einfach irgendwas. Für 500 PP. Ach, PP war es nicht, DP. Okay, das sind da die 50, 100 und 200.000 verdammt viel, wenn ich jetzt 264 habe. Ich dachte, das wäre DP. So, das könnte mir schon zur Hälfte fast leisten, aber geht auch nicht in der Demo. So, Gesundheit plus 30, KI-Explosion plus 30, das Ganze einfach mal plus 30. Wildheitsstufe 1, wenn die TP-Realität steigt, Angriffskraft für Nahkampf. Potenzialstufe 1, wenn die TP-Realität steigt, die Verteidigung. Stärkungsstufe 1, Erwachungsstufe 1 und Überlebensinstinkt Stufe 1. Sehr schön. Wird alles noch ein bisschen geringfügiger, aber besser als nichts und ist nicht so extrem teuer. Und ja, das war's drauf. Ich beginne mal die letzte Mission, die vierte. Furchtbarer sei jetzt schon. So, da kann man sich frei die Charakter auswählen.
Da kann man sich jetzt auch auswählen, welchen man als Spieler spielt. Und da nehme ich mal zur Kadumis und Goku genommen. Denke, ich setze dafür mal Piccolo ein. Mal was anderes. Den passe ich mal ein bisschen an, dass ich mal gucke, was ich hier habe. Nehme jetzt da zum Goku, obwohl ich könnte es ja mal auf ihn stupitzen. Habe ich Kollektion plus 10, okay. Da habe ich nichts. Den nehme ich mal von Gohan und hier die 10. Spezial plus 15, okay. Verstärkte Spezialfähigkeit, das wird dann die Höllenspirale sein. Schwerkraft freie Stufe 1 erhöht Spieler P beim Abschluss eine Mission, okay. Und da habe ich nichts, da könnte ich eine Sensu-Bohne oder sonst was einsetzen. Gut. Bestätigen. Bestätigen. Farbe wechseln. Gucken, was du alles hast. Stylisches. Das sieht cool aus. Stylisches Weiß, okay. Dann steht schon mal Piccolo fest. Und dann kommt hier so ein Goku hin. Ich lasse einfach mal das Zeitgründen so, wie sie sind. So. Alle 4 passen und wir beginnen die vierte und letzte Mission. Ein furchtbarer Saiyajin. Piccolo kann mit dem Mund einen weit entfernten Gegner heranziehen. Oh, das weiß ich auch gar nicht. Sie beeinträchtigen die Bewegung des Gegners und holt sie rasch ein. Heran. Cool, muss ich mal testen. Furchtbarer Saiyajin. Okay, die Pause wird ein bisschen länger, glaube ich. Wunderschön. Auch ein bisschen leicht widersprüchlich, da das Nappa alleine da ist, ohne Vegeta. Ich hätte gegen so wahnsinnig gerne Demo gespielt, aber okay. Lass ihn doch mal zu Ende quatschen. Dann soll man gucken, wie sich Vegeta, Piccolo überhaupt spielt, mit dem habe ich noch gar nicht gezockt. Okay, läuft schon. Aber nicht gerade so viel anders. So, da hat er das drauf. Das kannst du auch, das ist sehr schön. Ach man, da sind noch ein paar Pflanzenmänner. Ich bin auch ein paar Punkte, habe ich. Guck mal, dass ich mich auf Nappa konzentriere. Den amerikanischen Söldner oder was das war. Das ist also ein Saiyajin. Und auch Son Goku ist bei dem Kampf dabei, der später im eigentlichen Kampf beitrag und während der Kampf begann noch auf den ewig langen Schlammpfahl umherwanderte auf der Rückreise von Meister Kai, oder? Was Meister Kai? Ich denke schon. Ich bin fast down. Muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Hättest du wahnsinnig viel zu quatschen und muss sich da jemand konzentrieren auf ihn? Das hat reingehauen. Das war die Höllenspirale. Aus nächster Nähe. Die ist für jeden tödlich. Ist ja Goku? Das kennst du doch, ne? Wie cool das weiße Ding aussieht. Bin eine das Jogginganzug. Nur eine Genki-Frau, okay, das machen wir gleich mal. Okay, wir brauchen das gute alte Button-Smashing. Und das war's. War nicht zu viel. Genki, da der Kampf relativ flott vorbei war. Und ich denke, es wird kein S-Abschluss sein. Da bin ich doch ein bisschen zu wenig mit dem Pflanzenmännern beschäftigt. Ne, passt auch. Rang Doppel-S. Okay. Okay, 3 sind draufgegangen. Da zählt auch die gesamte Mannschaft, nicht nur ich allein. 750 TP, okay, da habe ich ein bisschen zu viel gelaut und ein bisschen zu wenig verteidigt. Teambonus nix, da habe ich echt nichts gemacht. Geh von den Nappa besiegen und das war's eigentlich, im Großen und Ganzen.
So, es steigt mein Rang auf 8 und bei den anderen steigt es auch einzeln. Das heißt, jetzt kann ich, wenn ich Son Goku einsetze, Karten ersetzen mit Rang 3 oder bei Son Goku mit Rang 4 oder bei den Kuririn auch auf Rang 4. Und noch ein paar Karten. Gesundheit plus 15, Tempo plus 15 und KX plus 15 plus 10. Sehr schön. Kampf oder Schlacht wird freigeschaltet. Ebenen, Berge, Ödnis. Kampfmodus freigeschaltet. So. Und da die vierte Mission jetzt zu Ende ist, heißt danke fürs Spielen und verfügt nur ab 2014 bzw. ab jetzt. Und da ich schon gesehen habe, dass der Part schon über 20 Minuten überschritten ist, beende ich mal den Part hier und mache keinen dritten Part, da es mir doch ein bisschen zu blöd wäre, wenn ich jetzt einen dritten Part ankündige und dann keinen mache, weil es doch zu Select. Also würde ich mal sagen, da ich jetzt schon alle Missionen gemacht habe und auch ein bisschen über das Dragon Ball Universum erzählt habe, da es wie gesagt mein erster Anime plus mein erster Manga war und auch der erste Manga, den ich komplett habe mit allen 42 Bänden, die erste lange Serie, die ich komplett besitze und ansonsten ja Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT alle Folgen geguckt habe, auch die weggeschnitten, alle unzensiert und ansonsten einige der Dragon Ball Games gezockt habe, bin ich doch ein ja, relativ großer Fan der Serie und er freut sich mir auch doch, dass ich da ein neues Spielchen anzocken konnte. Ich gucke mal kurz das Demo hier an. Wir sind richtig aus, wie man richtig zocken kann. Nicht so wie bei mir. Und ja, ob ich es mir kaufe, weiß ich noch nicht, denn es kommen die nächsten wahnsinnig geile Spiele raus, die ich alle zocken will und ich darf nicht vergessen, dass ich jetzt im Mai die Abschlussprüfung schreibe und davon März, April, Mai rum wahrscheinlich da relativ viel zum Zocken kommen. Und ja, deshalb, wenn ich es mir kaufe, dann wahrscheinlich erst danach, also so im Mai, Juni, Juli rum. Wenn ich wieder dafür genügend Zeit habe für so ein Spielchen, wo ich ein bisschen mehr Zeit investieren möchte. Da ich bei sowas immer ziemlich viel grinden möchte, ganze hochleveln, die ganze Technik meistern, alle Spieler durchzocke und so weiter und so fort. Okay, das ist auf jeden Fall mein kleines Demo-Spielchen zu Dragon Ball Sets Battle of Sets. Und wie schon angekündigt, werde ich jetzt gleich mal die nächste aufnehmen, nämlich die Demo-Version von Lightning Returns Final Fantasy 13 beziehungsweise Final Fantasy 13 Teil 3. Teil 3, oder? Ja, genau, Teil 3. So, wann das kommt, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich erst in ein paar Tagen oder mal gucken, wie ich da einen Bock drauf habe. Und bevor ich lang weiter quatsche, sage ich einfach mal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.